Ein Geburtstag ist ein Tag voller Spaß, Freude und lauter Glückwünschen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schatz. Danke, ich werde mir etwas wünschen. Ich hoffe, er geht in Erfüllung. Papa und ich haben ein Geschenk für dich vorbereitet. Deine Mutter und ich haben uns unterhalten und beschlossen, dass es an der Zeit ist, es dir zu geben. Ich hoffe, das ist ein brandneues Smartphone. Was ist das? Mach den Karton auf, Schatz. Das ist unser Familienerbstück. Das ist Mathilda, die turmägyptische Katze. Sie gehört jetzt dir. Aber ich bin kein Fan von altem Trödel. Lass sie nicht kaputt gehen. Ich habe sie. Verzeih meiner Tochter Mathilda. Diese Katzenfigur ist magisch. Sie erfüllt seit Jahrhunderten die Wünsche unserer Familie. Pass gut auf sie auf. Ich bin kein Kind mehr. Aber es wäre cool, wenn ich nicht mehr aufs College gehen müsste. Nichts hat sich geändert. Es ist Zeit zu gehen. Der Unterricht fängt bald an. Mama, Papa, was ist denn hier los? Darling, sei ein Gentleman. Ladies first. Jacqueline, wir haben dich nicht gesehen. Ist alles in Ordnung? Warum streitet ihr euch um ein Brötchen? Willst du einen Bissen? Nein, danke. Schatz, komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Heute kannst du die Schule schwänzen. Hilf deinem Daddy, etwas Schönes im Müll zu finden. Komm schon, Schatz, mach mit. Papa benimmt sich heute komisch. Warte mal, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich wollte nicht aufs College gehen. Aber ich will nicht den Müll durchsuchen. Ich weiß, ich werde einen neuen Wunsch äußern. Mathilda, bitte mach meinen Daddy reich. Jacqueline, ich habe eine Banane gefunden. Mr. Ratner wird sich nicht mehr mit weniger zufrieden geben müssen. Ja, Elin, ich bin auf dem Weg. Heute testen wir neue Raumschiffe. Mein Wunsch ist wahr geworden. Jacqueline, warum bist du nicht im College? Nimm sie doch endlich mal mit. Daddy hat eine Menge zu tun. Als Geheimagent muss ich die ganze Zeit auf der Hut sein. Das ist ein extrem gefährlicher und sehr wichtiger Job. Mein Papa ist der Coolste. Meine Eltern sind immer beschäftigt. Danke, Mr. Simmons. Jacqueline, du bist dran. Ich? Warte mal, ich rufe meine Eltern an. Sie müssen sich verspäten. Da ruft wieder jemand an. Papa, heute ist Karrieretag. Ich habe keine Zeit für solche Dinge. Ich bin damit beschäftigt, Geld zu zählen. Sprich nicht so mit deiner Tochter. Schätzchen, unser Butler kommt, um dir zu helfen. Hallo, ich bin Jacquelines Vater. Ich bin der berühmte Geschäftsmann Mr. Ratnor. Schön, Sie kennenzulernen. Hatschi! Ihr Tisch ist mit Staub bedeckt. Kein Wunder, dass Sie allergisch sind. Ich werde ihn gleich sauber machen. Ihr Arbeitsplatz wird glänzen. Oh nein, jetzt werden alle über mich lachen. Ich brauche magische Hilfe. Mathilda, bring alles in Ordnung, bitte. Du bist jetzt in Sicherheit. Und warum? Weil ich hier bin. Was ist das? Ein Superguy? Auf keinen Fall. Ich bin ein großer Fan von dir. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ich wollte nicht angeben, aber mein Dad ist ein Superheld. Also wer lacht jetzt? Superguy, du bist mein Held. Ich rette nur die Welt. Oh, ich liebe Clownmaschinen. Ich werde versuchen, die herauszuziehen, die ich am liebsten mag. Schätzchen, wähle uns. Juhu, ich hab's. Hast du seine Muskeln gesehen? Schau, das ist die Tochter von Superguy. Oh, ihr wollt ein Autogramm von mir? Kein Problem. Dank meines Vaters habe ich so viele Fans. Das beliebteste Mädchen am College zu sein ist so cool. Ja? Wo bin ich? Hab ich dich, Supergeist-Tochter? Du wirst mich reich machen. Das hättest du wohl gerne. Ich habe die Macht der turmägyptischen Katze bei mir. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich füge noch etwas Rouge hinzu und mein Make-up ist fertig. Ruft Jacqueline nach mir? Wie auch immer. Aber Mama wird immer spüren, wenn ihr Kind Hilfe braucht. Ruf meine Mama. Ich bin hier, Schatz.
Du bist gekommen. Keine Sorge, ich werde dich befreien. Warte einen Moment. Beeil dich, Mama. Wir müssen hier raus. Du bist frei. Mama, du bist so cool. Shanaru, geht ihr irgendwo hin? Lauf, ich halte ihn auf. Halt! Matakonda, wo sind sie hin? Das Wetter ist nicht zum Fliegen geeignet. Jemand braucht meine Hilfe. Ich kann nicht mehr rennen. Tu etwas. In Ordnung. Verwandle meine Mutter in eine Hypnotiseurin. Tolle Idee, Schätzchen. Komm her. Ich werde dich zum Tanzen bringen. Hör mal, wie die Uhr tickt. Ich werde dich in einen Huhn verwandeln. Jetzt ist er nicht mehr ein Dieb, sondern ein feiges Huhn. Wir sind ein tolles Team. Oh, was ist denn hier los? Super Guy ist gekommen, um euch zu retten. Dad, du bist auch hier. Sieh nicht her. Es ist zu spät. Wir haben Super Guy in einen Hahn verwandelt. Unsere Welt ist in Gefahr. Vielleicht hilft mir diese Zauberkugel, meine Eltern zu wählen. Nun, eine zufällige Wahl ist immer eine Lotterie. Ich will immer noch beliebt sein, aber ohne Entführungen. Ich weiß. Magische Katze, mach meine Eltern zu Superstars. Danke. Wow, sie sind auf dem Cover des Forbes-Magazins. Und ich habe noch nicht einmal meine Hausaufgaben gemacht. Vielleicht weiß Daddy die Antwort. Daddy, kannst du mir helfen? Natürlich, Schatz. Ich brauche kein Autogramm von dir. Ich brauche eine Antwort. Mein Autogramm ist die Antwort. Und jetzt geh. Papa muss üben. Die Superstar-Eltern haben keine Zeit zum Lernen. Sie verbringen ihre ganze Zeit damit, vor den Kameras gut auszusehen. Mama, hilf mir, den Test zu lösen. Ich schaffe es nicht allein. Mama hat gerade ihre Schönheitsbehandlung. Ich bin für die nächsten Stunden nicht erreichbar. Dad, hast du Zeit? Ich muss perfekt aussehen, auch auf den Fotos der Paparazzi. Mami, ich habe das Gefühl, dass ich jünger werde. Meine Eltern haben nie Zeit für mich. Hallo, dieses Outfit ist so lahm. Kitty, mach sie schick. Das ist genau das, was ich wollte. Danke. Ich werde es euch allen zeigen. Ich bin nicht zu bremsen. Oh nein, ich wurde angeschossen. Aber ich kann mich nirgendwo verstecken. Ich glaube, ein Gamepad ist nicht genug. Ich werde versuchen, mit Zweien zu spielen. Jetzt werde ich noch schneller werden. Gamerin Jacqueline gibt nie auf. Ich habe wieder verloren. Oh, ich weiß, wer mir helfen wird, das Spiel zu gewinnen. Magische Katze, verwandle meine Eltern in Gamer. Was ist los, Jacqueline? Lasst uns das Spiel beginnen. Dream Team, wir werden gewinnen. Jacqueline ist eine furchtbare Spielerin. Du hast recht, wir werden wegen ihr verlieren. Das habe ich auch gesagt. Schatz, reiß dich zusammen. Sei nicht so langsam. Du musst noch mehr üben. Wollt ihr mich ersetzen? Gut. Das Dream Team wurde zum Champion, aber ohne Jacqueline. Verräter. Ich muss mich wirklich beruhigen. Oh, ich weiß, was mir helfen kann. Mein Lieblingszappeltier. Ich werde mir noch etwas wünschen. Gib mir bitte ganz viele Poppets. Oh, ihr habt mir so viele mitgebracht. Was für eine schöne Halskette. Fass sie nicht an. Dad, tut mir leid, aber all diese Poppets gehören uns. Das ist nicht fair. Ich habe um sie gebeten. Eins reicht mir. Hey, gib es zurück. Ich habe dich gefunden, mein Schatz. Wir haben dir doch gesagt, dass das unsere Poppets sind. Rühr sie nicht an. Die Eltern sind nicht da. Dachtest du, wir würden das Poppen nicht hören? Du kleiner Dieb! Endlich! Kann ich in Ruhe spielen? Bitte nehmt es nicht! Na gut, sie haben es so gewollt.
Es ist Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Popröhren, lasst mich nicht im Stich. Niemand darf sich mir in den Weg stellen. Jetzt gehören alle Pops mir. Leise, ich kann euch nicht hören. Ich frage mich, auf welchem Familienfoto ich am besten aussehe. Mit Hilfe einer magischen Figur kann Jacqueline wählen, wer ihre Eltern sein dürfen. Ich habe mich entschieden. Ich will meine Mama und meinen Papa zurück. Liebevolle Eltern sind besser als vielbeschäftigte Superstars. Also, ist alles wieder so, wie es vorher war. Hat dir unser Video gefallen? Dann gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns!